In ihren Memoiren Freiheit beschreibt Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche Entscheidung während ihrer Amtszeit Wladimir Putin als Kampfansage empfand. 2008 bremste Merkel den Wunsch der Ukraine nach einem schnellen NATO-Beitritt aus, da sie eine militärische Antwort Russlands befürchtete. Sie schreibt, dass der Beitrittskandidatenstatus der Ukraine und Georgiens Putin nicht abgeschreckt hätte. Der Kompromiss, keine Zusage für den Beitrittskandidatenstatus zu geben, enttäuschte die Ukraine und Georgien. Gleichzeitig war die generelle Zusage zur Mitgliedschaft für Putin eine Provokation.